Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sterbenskontrolle. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Heute mit einem recht coolen Projekt, was ich schon ein paar Mal in den Gedanken hatte, aber es nie wirklich irgendwie realisieren konnte. Zum einen aus Platzgründen oder ich ganz einfach nicht wusste, wie ich es bauen soll. Und jetzt habe ich es ganz einfach nochmal angepackt, das Ganze zu realisieren und jetzt hier auch einen Stöpselkopf vorzustellen. Denn wir bauen heute ein Wandlogo-Leuchtensystem. Oh, langer Name. Und das ist eigentlich auch total simpel. Letztendlich geht es ganz einfach nur mit solchen ganz einfachen Sperrholzplatten los. Also die gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt für kleines Geld. Also das hat, glaube ich, 7,99 so in diesem Moment 6er-Pack gekostet. Und das ist doch relativ erschwinglich. Was ihr natürlich auch noch dazu braucht, ist natürlich eine große Grundplatte, je nach Größe, wie ihr es haben wollt. Und da kann man jede Menge Buchstaben draus machen. Und da müsst ihr euch natürlich auch erstmal festlegen, wie groß sie werden sollen. Also ich habe mich jetzt ganz einfach mal an den PC gesetzt und das in einem Schreibprogramm in dieser Größe ausgetüftelt, möchte ich sagen, wie ich es haben möchte. Und da habe ich das dann ganz einfach ausgedruckt. Und wenn man das schon so ausgedruckt hat, kann man sich natürlich auch relativ schnell ein Bild machen, wie viele Buchstaben hier drauf passen. Und die haut ihr dann ganz einfach nur mit Schwarzpapier auf die Platten übertragen. Und dann kann es eigentlich schon ans Aussägen gehen. Zum Thema Aussägen habe ich mich zum Beispiel auch sehr darüber gefreut, endlich mal wieder mit so einer Handlaubsäge arbeiten zu dürfen. Weil ich glaube, das letzte Mal hatte ich dieses Teil in der 3. Klasse in der Hand. Und umso mehr habe ich mich natürlich darüber gefreut, das Ganze damit aussägen zu dürfen. Ich habe allerdings dann auch ein paar Probleme damit gehabt, weil, wie gesagt, ich das Ding auch eine Weile nicht in der Hand hatte. Und habe mir dann auch anfangs solche Spannschrauben gekauft, damit ich das auf den Tisch festmachen kann. Sei euch jetzt ganz einfach überlassen, ob ihr das auch tun möchtet. Das Problem ist ganz einfach, wenn ihr das festschraubt und gerade so viele Kurven habt wie ich in diesem Fall, dann müsst ihr das relativ häufig wieder abspannen, dann wieder festspannen und immer so weiter, bis ihr das Ganze mal geschafft habt. Also mit einer ruhigen Hand und einer starken Hand, die das Ganze festhält, ist das eigentlich so an sich kein Problem. Aber ich habe es mir als ganz vorsichtshalber einfach mal gekauft. Je nachdem, wie gut ihr mit so einer Säge umgehen könnt und wie sauber ihr damit arbeitet, habt ihr euch in jedem Fall schon mal im nächsten Arbeitsschritt jede Menge Zeit erspart, denn als nächstes kommt das Schleifen. Das Schleifen ist gerade in den Kurven bei meinen Buchstaben relativ knifflig gewesen, also hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Aber natürlich, wenn man es ordentlich machen möchte, muss man das in Kauf nehmen. Also gerade ganz wichtig sind auch so gerade Sachen, weil da fällt es natürlich umso mehr auf, wenn das uneben und schief ist. Also da sollte man in jedem Fall nicht in der Zeit sparen. Wenn das Ganze dann gut abgeschliffen ist, kann es auch schon ans Lackieren gehen. Bei dem Lackieren habe ich zum Beispiel in den Arbeitsschritten auch gemerkt, weniger ist tatsächlich mehr. Also gerade bei dem Holz, bei den Sperrholzplatten, die ich verwendet habe, hat es sich angeboten, das Ganze zweimal zu streichen. Also bei manchen Buchstaben, je nachdem wie dick die Farbe aufgetragen wurde, hat es natürlich auch umso länger gedauert, dass das Ganze trocken war und man endlich weiterarbeiten konnte. Was bei dem Thema Lackieren auch ganz wichtig ist, ist, dass man einen Untergrund wählt, auf dem die Buchstaben nicht festkleben können. In meinem Fall habe ich ganz einfach so einen Linoleum-Untergrund gewählt, worauf die Buchstaben zum einen festkleben könnten, wenn sie es wollten, und zum anderen sollte man natürlich auch einen Untergrund wählen, der auch schmutzig werden darf. Also in den meisten Fällen geht natürlich auch ein bisschen Farbe daneben und das macht sich natürlich nicht schön, wenn man das auf dem Esstisch macht und man dann Ewigkeiten diese Farbkleckse sieht. Also in dem Punkt immer etwas unterlegen wie Papier oder wie in meinem Fall einfach so ein Stück Linoleum und so kann das eigentlich auch nicht passieren. Wenn das Ganze dann gut getrocknet ist, dann könnt ihr euch auch schon Gedanken machen, wie ihr das Ganze befestigen wollt. Also gerade in meinem Fall habe ich mir nochmal die Vorlagen genommen und hier einfach mal ein paar Löcher angezeichnet, wo ich dann auch die Löcher durchgebohrt habe. Weil gerade an diesen Punkten ist es nämlich immer wichtig, dass man einen Punkt auch wählt, wo zum Beispiel relativ viel Holz ringsherum ist. Weil so geht man dann auf Nummer sicher, dass das Ganze nicht auseinanderbrechen kann und so hat man auch genug Stabilität, dass es wirklich eine Weile hält. Zum Thema Abstandshalter habe ich mir auch relativ lange Gedanken gemacht, weil
Zum einen sind die Sachen, die mir da zuvor gekommen sind, nicht irgendwie in dieser Form verwendbar gewesen. Und dann bin ich per Zufall ganz einfach auf solche Plastikröhren hier gestoßen, die man dann in beliebigen Längen einfach zusägen kann. Und da die ja auch innen hohl sind, kann man da ganz bequem die Schraube durchmachen, inklusive der Buchstaben, und kann das so auf die Grundplatte befestigen. Zum Thema Beleuchtung hatte ich eigentlich zwei Grundideen. Zum einen hatte ich die Idee, das ganz einfach von hinten zu beleuchten, also sprich, dass die Lampe oder die Glühbirne, was auch immer, direkt hinter die Buchstaben kommt und dann so nach allen Seiten strahlt. Oder zum anderen gab es auch die Idee, dass ich da ganz einfach unten eine Leiste mache, wo das nach oben scheint und so die Buchstaben auch indirekt beleuchtet. Beim zweiteren ist es dann letztendlich geblieben. Da habe ich mir ganz einfach eine Fußbodenleiste gekauft und habe die farblich angeglichen, so dass sie zu dem ganzen Gesamtkonzept passt. Bei der Grundplatte hatte ich relativ früh die Vorstellung, dass sie sich möglichst extrem von meiner weißen Hintergrundwand absetzen, sich aber auch wiederum die weißen Buchstaben, die auf der Grundplatte sind, auch wiederum von ihr absetzen. Daher hatte ich natürlich extra zwei identische Lackfarben gekauft, zumindest vom identisch gleichen Hersteller natürlich. Unterschiedliche Farben sollten da schon sein. Und da hatte ich ganz früh auch festgestellt, dass das doch nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Daher hatte ich mir ganz einfach nochmal so eine Folie gekauft und habe meine Grundplatte damit überzogen, damit das so ein hochglänzender Lack ist und ein weiß-matter Lack, der dann wiederum die Buchstaben darstellt. Und so hat das rein optisch auch ein gutes Bild gemacht. Und dann kann man natürlich endlich seine Buchstaben auf die Grundplatte festschrauben. Die nächsten Arbeitsschritte sind eigentlich relativ simpel, weil es auch fast die letzten sind. Also die bestehen hauptsächlich daraus, dass man seine LED-Leiste festklebt und natürlich auch die Kabel funktionell verlegt. Das heißt, wenn man es auf die Rückseite hängt, sollte man natürlich auch dabei bedenken, dass man die ganze Sache noch an die Wand hängen möchte. Was mir allerdings auch während dem ersten Fertigungsprozess nicht wirklich mehr in den Sinn gekommen ist, dass ich mir das Ganze auch noch an die Wand hängen möchte, da musste ich mir auch, sage ich jetzt mal, sporadisch noch eine Aufhängfunktion da irgendwie ausdenken. Und das hat dann in dem Fall ganz gut gepasst, dass ich da noch andere Teile von alten Schranksachen irgendwo rumliegen hatte. Und die habe ich dann ganz einfach da auf die Rückseite festgeschraubt. Dann zwei Dübel in die Wand, zwei Schrauben und schon konnte ich die Sache aufhängen. Und letztendlich sieht das Ganze dann ja so aus. Und wie das jetzt an der Wand aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich. So wunderbar an der Wand hängen sieht und zuschaut, wie es leuchtet und blinkt und so weiter, dann denkt man sich natürlich so, die ganze Mühe war es wert, weil es ist ja in jedem Fall ein etwas aufwendigeres Projekt, gerade wenn ich so die Zeit bedenke, das Aussägen, das Schleifen, das Lackieren, das Schleifen und wieder lackieren und. Und dann ist es natürlich das Ganze wert gewesen, wenn man so wunderbar an der Wand hängen sieht und sich denkt, so habe ich es mir vorgestellt und das habe ich mir selber gebaut. Und so geht es mir bei fast jedem Projekt, was ich irgendwie lange Zeit entwickelt habe und endlich realisieren konnte, wie in diesem Fall, weil es war ja schon eine ganze Weile im Gespräch und im Kopf. Und endlich habe ich es, endlich hängt es bei mir an der Wand und endlich leuchtet es. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Ganze zu bauen. Und falls ihr noch irgendwelche Einfälle habt, was man noch bauen könnte, wie man vielleicht irgendwas auch noch weiterentwickeln könnte, dann schreibt mir das Ganze in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail und was es alles für Möglichkeiten gibt, die findet ihr dann auch unten nochmal alle in der Infobox. In diesem Sinne, wir sehen uns natürlich nächste Woche an dieser Stelle wieder. Macht's schön gut, bis dann. Ciao.